Pause, musste ich jetzt mal wieder neu starten. Ja, wir haben ja gleich einen Drachen in der Nähe. Das motiviert. So. Da sind wir. Okay. Und wir müssen ja immer noch zum Damm, ne? Das dürfen wir ja irgendwie nicht vergessen. Was ich aber bis jetzt immer fleißig tue. Dann gehen wir da jetzt mal zu Fuß hin. Zum Damm. Zum Glück habe ich ja meinen Drachen schon erlegt. Da haben wir was gehabt. Das bringt mir nichts. Oder ich schwimme rüber. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Kann man ja mal machen. Moment. Nee, hier ist kein Hai abgebildet. Das heißt, das hier ist kein haiverseuchtes Gebiet. Weil es gibt ja nur Haie in ausgewiesenen Gebieten. Oh, cool, Hai. Also, nein, kein Hai. Eine Hölle. Höhle. Oh, ein Drachenskelett. Wow. Hi Jungs. Erweitertes Magazin für die Shotgun. Okay. Okay. Und hier in der Nähe war aber auch noch ein Fernseher da. Das Gute ist, die Ebene ist wirklich nicht so riesig. Das freut mich gerade tierisch. Weil wenn ich an Far Cry denke und dort Kilometer zurück, also Far Cry 3, Kilometer zurücklegen musste, war schon hart. Hi, ich hätte euch ja geholfen, aber ich nehme mir mal die Herzen, ne? Stört euch ja nicht, oder? Positiv denken. Ich muss positiv denken. Denk mal. Die Herzen brauche ich jetzt nicht. Also, ihr ja wohl nicht mehr. Oder ihr wohl nicht. Nicht mehr ist gut. Der Fernseher. Aber ich höre hier auch. Oh. Alter, müsst ihr unbedingt das hier machen? Ich hoffe, ich muss keine scheiß Flaggen einsammeln. Nee, musst du immer noch nicht. Oh. Was haben die denn eigentlich? Hatte ich doch schon mal geguckt. Sechs Credits. Na klar, warum auch nicht? Okay. Ja. Da ist noch ein Fernseher. Dann könnte ich hier notfalls diese Garnison noch befreien und dann könnte ich zum Damm. Dann dürfte der Damm eigentlich relativ gut bestückt sein. Also freigelegt. So, hier muss ich aufpassen. Hier war ein Tigger. Hallo?
Drache, was? Oh. Na toll. Erreiche den Damm. Erstmal versuche ich den Fernseher zu erreichen. Alter Schwein. Nehme ich lieber die hier. Die hat wenigstens einen Schalldämpfer. Noch höher? Was? Okay, hier ist kein. So aggressiv sind die wirklich nicht. Zumindest nicht die Büffel. Oder allgemein die Tiere hier. Habe ich schon. Ich hoffe, ich muss keine scheiß Flaggen einsammeln. Nee, immer noch nicht. Ich hoffe, du bist da immer noch froh drüber. Oh. Doppelter Lauf. Also ich krieg viel für die Schrotflinte an. Ziel ist, okay, etwas weiter weg. Da habe ich ihn gerade gesehen. Der ist wieder in einer Höhle. Die Höhle ist hier. Oder der Eingang ist zur Höhle. Hier ist gerade keiner. Ach. Okay, ja. Sehen kann, ist kein Vorteil. Gut. Hallo. Aber hallo. Über mir ist ein Gleiter. Ich habe übrigens noch nichts in der Luft gesehen, also scheint uns trotzdem die Lufthoheit zu gehören. Nee, dann gehen wir eher da lang. Noch ein Tiffer. Ja, bekriegt euch mal.
Ja, ja, man merkt, wir sind wieder im feindlichen Gebiet. Ja, er legt mal ein paar Wildschweine. Erst Scheiß sammeln, um Scheiß freizuschalten. Dann kriege ich den Scheiß. Alles klar. Und Scheiß. So, die Patrouille bin ich schon mal im Gang. Jetzt muss ich dahin, okay? Okay. Und ich höre auch schon jemanden. Also wir sind hier nicht allein. Vorsichtshalber. Deswegen, die sind passiv. Die waren aber wesentlich aktiver im Far Cry 3 Teil. Oh. Die sind passiv. Es sei denn, man geht an denen vorbei, dann werden die sehr aktiv. Wasser tatsächlich. Scanne. Neue Mission lokalisiert. Vor dem Vorrücken alle Gegner eliminieren. Kein Problem. Naja, so einfach will ich das jetzt nicht sagen. Könnte nur sein, dass der mich vielleicht hört, wenn ich aus dem Wasser steige. Aber habe ich den erstmal, dann habe ich doch schon mal gewonnen. Weil, wie gesagt, hier ist dann wirklich der Vorteil, dass ich dann einen Eingang zumindest habe. Und die Leiche wird wahrscheinlich auch nicht unbedingt jemand finden. Siesta. Moment mal, habe ich das schon? Warte mal, muss mal ganz kurz was gucken.
Fähigkeiten? Ich bin jetzt Level 12. Ach ja, Level 11 hätte ich schon. Okay. Ich bewege mich in der Hocke schneller mit Level 13. Okay. Das ist gut. Ich bin ja relativ häufig in der Hocke. Das trifft sich ganz gut. Ach, hier hätte ich rausgekommen. Okay. Ich weiß doch, dass da ein Scharfschütze ist, aber ich sehe das Blinkelicht gerade nicht. Verstecken wir uns erstmal hier so hinter der Wand. So. Der Alarm ist auf jeden Fall hier unten. Waren hier mehr Leute, als ich dachte. Alles soweit sicher ist. Das könnte sein. Dann gehe ich mal hier runter. Anscheinend muss ich nach drin. Und so nach drin geht's hier einfach. Was ich sehe.
mich hier umgegen. Zeig mir, was ich nicht sehen will. Ja. Glückwunsch. Was? Kommt plötzlich das Auto her? Gute Nacht, mein Prinz. Cool. Und dass ich den Alarm ausschalten musste. Den hätte ich sowieso nicht erfunden. Hallo, ich habe hier was für euch erobert. Nur kein Dank. Ich bin's. Ich muss nicht pinkeln. Ich auch nicht. Aber schon mal was gemeinsam, cool. So, hier gibt's wieder was. Geiselrettung ist das, glaube ich. Nee, das war, glaube ich, wieder irgendjemand jagen, oder? Von Ruin und schmeißt ihren Müll in die Natur. Nein, tötet den Verschmutzer und rettet den Wissenschaftler. Aha. Okay. Karte. Ach da. Ich will erstmal kurz ein bisschen was einkaufen. Der war, glaube ich, hier oben. Shop. So. Hallo, Shop. So, nochmal gucken. Also, Munition erstmal. Ja, komm. Gibt's nichts. Das ist immer gut. Waffen. Ich glaube, für die kriegen wir erst noch was. Ah, nee. Ein noch größeres Magazin. Pistole hat nichts weiter. So, die Schrotflinte, die hat einiges. Die hat den doppelten Lauf. Und das erweiterte Magazin. Die dürfte Riesenmunitionskiste. Ah ja. Okay. Das ist gut. Dann werden wir nochmal ganz kurz Munition holen. Jetzt brauche ich aber. So, auf dieser Etage ist eine Kiste. Hier irgendwo. Also hier drin anscheinend. Warte mal. Ja, mal kurz was gucken. Geht dann die Tür auf? Nö. Ach, hier geht's rein. Oh, okay, toll. Dann haben die eine Kugel. Das ist nicht schade. Eigentlich sind es ja zwei. So. Ich hätte nur ein bisschen weitergehen müssen. So, wir müssen da hinten hin. Also ich habe noch keinen. Achso, warte mal. Stimmt. Moment. Mal her. Gucken wir doch mal. Achso, warte mal. Etc. Warte mal, war hier zufälligerweise
nur eine Weste. Okay, was soll das? Wer schießt denn da? Ich hab keine Ahnung. Ich bin's nicht. Ich bin nicht feindlich. Boom, Kopfschuss. Zerreißt einem das Herz, was? Ja, irgendwie schon. So. Toll. Gut, ne? Alter, was ist denn da los? Das hier. Oh, ein Tor. Doc, ich habe eine Art antike, mystische, magische Scheißtür gefunden. Das muss der Ort sein. Wie die Kills da aufbewahrt. Ich glaube, es ist ein antiker Tempel für die Drachen, obwohl ich nicht weiß, wer ihn erbaut hat. Was? Oh, habe ich es nicht erwähnt? Die Kills da. Die Megalaserkanone fürs Handgelenk, die wir gebaut haben. Nein. Doch, ich bin mir ganz sicher. Die Waffe, die Panzer zerschmettert und der einzig sichere Weg ist, Sloan zu töten und diesen Wahnsinn zu beenden. Doch, wie komme ich da rein? Gar nicht. Noch nicht. Die Tür öffnet sich nur den Würdigen. Das sagte Sloan zumindest. Toll. Würdig? Hm? Sieht aus, als müsste ich noch ein paar mehr umlegen. Okay. Nein, sie hat diesen Hand... Also diese Hand, Panzerfaust, nenne ich mal so, nicht erwähnt. Nein. Da gar kein Umstellen.
So, da hinten sehe ich auch schon Leute rumkriechen.